Mein Mann und ich waren nicht intim, bevor wir geheiratet haben. Ich war froh, dass er mich für meine Seele liebte und nicht für meinen Körper. Aber er hatte mich nicht einmal einen Monat nach der Hochzeit berührt. Also fing ich an, mir Sorgen zu machen. Schatz, findest du mich als Frau nicht attraktiv? Liebling, sag das nicht. Ich bin verrückt nach dir. Warum sind wir noch nicht näher gekommen? Als Ehemann und Ehefrau, meine ich. Ich möchte, dass unser erstes Mal besonders ist. Es gibt gerade so viele Probleme bei der Arbeit, sodass ich kaum an etwas anderes als den Deal denken kann. Ich bin eine Geschäftsfrau und ich bin es gewohnt, meine Probleme schnell zu lösen. Also ging ich am nächsten Morgen zum Büro meines Mannes. Sind Sie Herr Coles Assistentin? Ja. Stimmt. Ich bin seine Assistentin, Gina. Bringen Sie mir alle problematischen Dokumente, welchen den Deal betreffen. Liebling, was machst du hier? Als erfahrene Geschäftsfrau helfe ich dir, den besten Vertrag zu bekommen. Ein paar Tage später und dank meiner Hilfe machte Ben ein gutes Geschäft. An diesem Abend wartete ich zu Hause auf ihn, um zu feiern. Liebling, nichts kann uns jetzt aufhalten. Ja, meine Liebe, natürlich. Oh, mir wird schwindelig. Plötzlich wurde mein Mann ohnmächtig. Ich konnte ihn nicht alleine aufwecken, also musste ich einen Krankenwagen rufen. Doktor, ist das was Ernstes? Eigentlich sind alle seine Werte stabil. Ich weiß nicht einmal, was die Ohnmacht verursacht haben könnte. Eine Minute später wachte Ben auf und ich sah Entsetzen in seinen Augen. Doktor, bringen Sie mich sofort in ein Krankenhaus. Es könnte ein Gehirntumor sein. Das gleiche ist meiner armen Mutter passiert. Natürlich, Liebling, gehen wir. Nein, du hast morgen einen Deal im Wert von ein paar Millionen Dollar. Erinnerst du dich? Du musst gut schlafen. Ich fühle mich schon gut. Ich tue es. Ich mache nur ein paar weitere Tests, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Ben hatte recht. Am nächsten Morgen hatte ich den wichtigsten Deal meines Lebens. Also hörte ich auf ihn und blieb zu Hause. Aber ich konnte vor Angst nicht schlafen. Mitten in der Nacht ging ich ins Krankenhaus, um meinen Mann zu sehen. Aber als ich an seine Tür kam, bemerkte ich, dass er nicht allein war. Gina, ich habe sie nicht angefasst, wie ich es versprochen habe. Ich liebe dich und ich bin dir treu. Unsere Trennung wird nicht umsonst sein. Morgen, gleich nachdem sie ihren Multimillion-Dollar-Deal abgeschlossen hat, werde ich die Scheidung einreichen und sie auf die Hälfte des Vermögens verklagen. Die Assistentin meines Mannes hielt sanft seine Hand. Und ich konnte nicht glauben, dass ich so eine Idiotin war. Ich wollte vor Groll und Verrat weinen. Aber ich habe all meine Kraft gesammelt und zeichnete ihr Gespräch mit meinem Handy auf. Am nächsten Tag, direkt nach dem erfolgreichen Deal, habe ich den besten Anwalt engagiert und diese elenden Betrüger vor Gericht geschlagen. Aber das war noch nicht das Ende der Geschichte. Der Anwalt, der meinen Fall bearbeitet hat, hat mich um ein Date gebeten. Mit der Bedingung, dass wenn es zwischen uns ernst wird, er keinen Cent von meinem Geld beanspruchen würde. Traumatisiert durch den Verrat meines Mannes, hatte ich Angst, Männern wieder zu vertrauen. Trotzdem beschloss ich, es zu wagen. Und ich habe es seitdem nicht bereut. Jetzt lebe ich mein glücklichstes Leben. Und ich bin froh, dass ich die Kraft gefunden habe, ganz neu anzufangen. Denke daran, wahre Liebe findet dich, wenn du es am wenigsten erwartest.